Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 6. Ötztaler Radmarathon Video und jetzt eines einmal danach. Es ist jetzt auch leider das zweitletzte Video zum diesjährigen Ötztaler Radmarathon. Heute geht es mal ums Thema Erfolg und Misserfolg. Klar, wenn du alle deine Ziele erreicht hast, deine Zielzeit, das Rennen super geil gelaufen ist und du wirklich happy bist, dann ist alles perfekt. Ja, bester Tag, du zehrst noch Tage davon. Halt dir dieses Gefühl aber fest, ja, weil es gehört einfach dazu im Leben, dass man mehr Misserfolge hat als Radsportler wie Erfolge. Und so war es auch in meinem Leben. Du hast sicher nur meine Erfolge mitbekommen, aber nicht meine ganzen Misserfolge. Ja. Und an alle die, wo jetzt vielleicht dieses Wochenende nicht ihr Ziel, vielleicht nicht die gewünschte Zeit, vielleicht nicht das tolle Gefühl gehabt haben, dass es gut ging, ja? Die vielleicht, keine Ahnung, sich beim Abendessen der Magen verdorben haben und am nächsten Tag echt kämpfen mussten, gebt nicht auf, ja? Weil ich kann euch nur ein paar Beispiele nennen, ja? Zum Beispiel 2017 musste ich am Timmelsjoch in Moos auch aufgeben, ja, und bin dann mit vielleicht 180 Watt noch ins Ziel gekrebst und musste mir vom Rennleiter sagen lassen, dass nur richtige Radfahrer den Ötztaler gewinnen und ich sicher den nie gewinnen werde. Ja. Und man sieht es auch beim Stefano Cecchini, der hat 17 gewonnen und hätte 16 auch gewinnen können, hat es aber vergeigt. Der Johnny Hogaland wollte 19 gewinnen, hat erst dann 21 gewonnen. Und jetzt der Jack Burke, der wollte 21 gewinnen, hat es dann 22 geschafft. Also das Wichtige, was ich euch mitgeben kann, lernt aus euren Misserfolgen. Ja? Ein Misserfolg ist immer dazu da, dass man den A analysiert, aber maximal 2 Tage. Danach muss die Analyse abgeschlossen sein und ihr müsst den Punkt abhaken, ja? Und weitergehen. Euch ein neues Ziel setzen, euch sagen, ich probiere das noch einmal. Ja. Für mich war das zum Beispiel immer ganz wichtig, dass wenn ich einen mechanischen Defekt hatte oder bei einem Rennen verkackt habe, ja, dass ich dann das noch einmal probiere. Ja. Und zwar nicht des Ergebnisses wegen, sondern um den Zustand zu erreichen, dass ich im Ziel sagen kann, ich war absolut zufrieden mit diesem Rennen, ja. Ob ich jetzt Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter geworden bin, war mir egal. Ja? Weil selbst wenn man ein Rennen gewinnt und man war nicht zufrieden damit, dann war das nicht perfekt. Klingt blöd, ist aber so. Und es gibt Rennen, da bin ich Zweiter, Dritter geworden und war viel, viel glücklicher. Weil ich wusste, ich habe alles gegeben. Ja? Ich habe das Maximum abgerufen, es war alles perfekt. Und der eine oder die eine, zwei, die waren halt einfach besser an dem Tag. Ja? Und ja, man darf da nicht aufgeben, bevor die Liste einfach abgearbeitet ist. Und das ist auch der Grund, wo mich viele Leute am Wochenende gefragt haben, warum ich nicht starte. Meine Liste ist abgearbeitet. Ich habe alle Punkte von meiner Liste erledigt. Ich habe keine Rechnung mit keinem Rennen mehr offen. Ich habe kein Ziel mehr, das ich noch erreichen will. Und darum ist es besser, dass ich dann nicht mehr fahre. Aber für alle, die jetzt am Wochenende nicht ihr Ziel erreicht haben, bleibt dran. Es ist so, noch ein Tief macht einen immer stärker. Ein kleines Beispiel, ich hatte 2019, habe ja den Adelberg Giro gewonnen, super überlegen. Ja? Beim Highlander hatte ich dann gleich am Anfang technischen Defekt, musste das Loch zur Spitze zufahren und klar, diese Körner haben mir am Ende gefehlt und ich konnte nicht gewinnen. Ich war super enttäuscht über dieses Rennen, ja, aber nachher habe ich mit einem guten Freund gesprochen, meinem Physiotherapeut, ja, und der hat auch zu mir gesagt, Matthias, genau diese Niederlage, die brauchst du. Ja? Nur an der Niederlage kannst du Richtung Ötztaler hin noch wachsen. Also, ich gebe das jetzt dir und euch allen mit, wachst an dieser Niederlage, wenn ihr nicht das erreicht habt, was ihr erreichen wollt, macht weiter. Ja? Es sind jetzt 8 Monate, bis zum nächsten Ötztaler, der ist ja dieses Jahr früher, oh mein Gott. Arbeitet dran, erholt euch zuerst und dann beginnt neu dran zu arbeiten und schließt Fehler aus. Ganz, ganz wichtig, ich mache das auch mit allen meinen Athleten. Egal, ob das Rennen super geil gelaufen ist oder nicht,
dass wir das Rennen nochmal reflektieren, nochmal alle Punkte genau anschauen und selbst bei einem guten Rennen noch Fehler finden, die man besser machen kann oder die man einfach vermeiden sollte. Und zum Thema Fehler, Niederlagen und wie man daraus stärker hervorgeht, gibt es in den nächsten 2-3 Tagen noch ein zusätzliches Video, und zwar den Review auf den Ötztaler 2017 ganz kurz und dann 18 lang, wie man aus einer echt maximal großen Niederlage, wo ich persönlich, ich wollte in Moos, im Erdboden verschwinden und vielleicht in China wieder rauskommen, wo mich keiner kennt. Das war wirklich der allergrößte Tiefschlag in meinem Leben, dass ich da noch über das Timmelsjoch fahren musste und sogar ins Ziel abbiegen musste, dass mir auch noch jeder gesehen hat, wie die Niederlage eingesteckt habe. Ich wäre am liebsten gleich direkt in die Garage vom Hotel, ins Auto und durchgefahren bis Gran Canaria am allerbesten. Ja, aber auch aus dem geht man einfach, wenn man es kann, stärker hervor. Wichtig sind da auch immer Gespräche, aber es darf maximal 2 Tage dauern, bis man das analysiert, drüber geredet hat und dann auch abgeschlossen und abgehakt hat. Verschwendet keine Energie mit Nachsinnieren über Wochen. Das ist jetzt mein Tipp für euch, für all diejenigen, bei denen es vielleicht dieses Wochenende nicht so gut geklappt hat. Ich hoffe, ich kann euch damit helfen. Ich hoffe, ich kann euch damit etwas Zuspruch geben. Und ich probiere in Zukunft mehr so Tipps bei YouTube und auch wieder in den nächsten Online-Trainingslagern für euch parat zu haben, so wie in den vergangenen Wochen. Ich hoffe, wir sehen uns in 2-3 Tagen beim nächsten Video wieder, wenn wir einen kleinen Review auf eine Niederlage und daraus resultierend einen Sieg sehen. Bis dahin, tschüss!